ist einen Riesenfehler. Keiner weiß, was die Erniedrigung soll. Keiner will das, doch sie ignorieren das voll. Für die Macht vom Boss, für den ganzen Schrott. Ins Leben gerufen von Axel Voss. Bis vor kurzem hab ich nicht mal seinen Namen gekannt. Und auf einmal wird er hier zum Meistgejagten im Land. Unsere Generation kann diese Bitch nicht verstehen. Die millionenstarke Petition wird nicht mal erwähnt. Voss, trau dich raus auf die Street. Und du kannst deine Brillengläser aus dem Augapfel ziehen. Man wird euch Bastarde kriegen und quälen. Aber vor allem wird man euch nie wieder wählen. Ihr könnt uns nicht an unserem Vorhaben hindern. Ihr werdet aussortiert wie bei dem Hochladefilter. Was fällt euch ein auf euer Volk so zu scheißen? Sie nehmen den Stolz der Gemeinde. Doch bei den nächsten Wahlen seht ihr zu. Nie mehr CDU, nie mehr CDU. Was fällt euch ein auf euer Volk so zu scheißen? Sie nehmen den Stolz der Gemeinde. Doch bei den nächsten Wahlen seht ihr zu. Nie mehr CDU, nie mehr CDU. Um deine Meinung wurde nicht gebeten. Voss, wer ist dir denn auf den Schlips getreten? Ohne Mauer um das Netz, ich dachte heute kein Thema mehr. Doch sie erschaffen hier die Neuzeit DDR. Nur diesmal grenzen sie uns online ein. Axel Voss ist Erich Honecker 2. Alles ungefragt, hängt ihn mit seinem Schlips an die Decke vom Bundestag. Au, ich trete deinen Kopf durch die Gegend. Für den Blutfleck am Schuh wirst du nochmal getreten. Ich geb nen Fick auf euren 13. Paragraph und verbrenne von euch jedes einzelne Wahlplakat. Die CDU-Pisser seid Ehrenlose und dafür lasse ich euch in der Hölle ewig schmoren. Euch gehört nicht die Welt, wir brauchen euch nicht stürzen. Denn mit Artikel 13 zerstört ihr euch selbst. Was fällt euch ein auf euer Volk so zu scheißen? Sie nehmen den Stolz der Gemeinde. Doch bei den nächsten Wahlen seht ihr zu. Nie mehr CDU.